Also man erlebt manchmal Gäste, die reinrennen in die Straßenbahn. Der Straßenbahnfahrer wartet meistens auf die noch. Man erlebt viel freundlicher, dass den älteren Leuten Platz gemacht wird. Ja, erlebt habe ich schon jede Menge Sachen. Also ganz viel. Man greift natürlich nicht jede Sache immer auf, aber es geht los von der alten Oma, die sich beschwert, warum die Straßenbahn immer so ruckweise anfährt, weil ihr Rollator wegrollt. Besondere Eissorten sind momentan so Basilikum-Sorbet mit Safran, Bitterschokolade mit Cranberry, Mango mit Ingwer, Zitrone, Ingwer. Das geht immer sehr gut. Ja, Sie bekommen bei uns ein Rostbredel. Das ist richtig wie in Thüringen mit Bratkartoffeln, Senf drüber, Röstzwiebeln. Wird gern gegessen im Sommer. Unser heißgemachter Kartoffelsalat mit Schnitzel, Rostbredel. Dann ist normale Schnitzel mit Gemüse oder jetzt zurzeit Pfifferlinge. Ich bin bestrebt, immer der Erste beim Spargel zu sein, der Erste bei den Pfifferlingen zu sein. Wir verkaufen jetzt die vierte Woche schon Pfifferlinge. Das kommt immer gut an. Also ich möchte gerne Straßenbahnfahrerin werden, weil mir der Beruf wirklich gefällt. Weil ich durch die Gegend fahren kann, weil ich mit vielen Fahrgästen kommunizieren kann, egal ob lieb oder nicht. Letztendlich ist der Job eines Straßenbahnfahrers doch stressig, aber ein Straßenbahnfahrer muss sich halt auch zur Ruhe zwingen und die nötige Gelassenheit an den Tag legen im Beruf. Sonst kommt er mit der ganzen Situation nicht zurecht. Die ersten Straßenbahnen waren, elektrischen Straßenbahnen waren blau und rot, dann später wurde elfenbeinfarbig lackiert, dann wurde während der Zeit des Dritten Reiches dann rot-elfenbein lackiert, bis kurz nach dem Krieg dann wieder Elfenbein. Naja, und wie die Straßenbahnen heute draußen rumfahren, das kann sich jeder selbst ansehen.